Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Ragnarok Online Anfänger Guide. Dieser Guide bezieht sich auf die Vorgame-Version, wird allerdings wahrscheinlich auch in Zukunft bei anderen Ragnarok Online Anbietern ja gültig sein. Hier werdet ihr lernen, wie ihr am Anfang euch mit Potions versorgt, mit Identifikationsgläsern oder wie die heißen, mit Ausrüstung und so weiter. Außerdem werde ich das Jobsystem erklären, wie ihr in das Spiel reinkommt und vor allem auch euren ersten Jobwechsel vollzieht oder euch auf die richtige Welt vorbereitet, die halt in Ragnarok auf euch wartet, denn das Tutorial ist ja nicht alles. Das Tutorial werden wir außerdem zusammen auch durchspielen. Ich werde euch am Ende dann auch noch drei Orte zeigen, wo ihr theoretisch leveln könnt. Einmal, falls ihr überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, dann, wenn ihr schon ein bisschen mehr auf die Reihe kriegt und dann einen Ort, wo ihr so bis Level 12, 13 oder vielleicht auch länger leveln könnt. So. Wir fangen jetzt einfach mit dem Tutorial an. Ich werde hier einfach durchgehen. Ich werde auf dem Weg alles erklären. Ich werde das nicht mit euch durchlesen. Das könnt ihr gerne tun, wenn ihr wollt, mit eurem eigenen Charakter. Aber wir wollen das hier wirklich kurz und knackig haben, damit ihr einfach diese Informationen auch so schnell wie möglich und vor allem ohne große Umschweife bekommt. Ich werde hier euch zeigen, wie ihr hier schnellstmöglich durchkommt. Außerdem werde ich auch ein paar Empfehlungen geben. Hier müsst ihr ein kleines Frage-Antwort-Spielchen machen. Das könnte halt sein, dass es bei euch in irgendwelchen Servern anders ist. Oder dass es halt auf einem anderen offiziellen Server anders ist. So, aber wie ihr seht, geht das hier relativ schnell. Das ist kein Beinbruch. Und im Grunde sind sie fast alle ähnlich aufgebaut. Manchmal muss man rechts in den Raum reingehen, manchmal links. Aber hier in der Vorgame-Version muss man gleich nur links reingehen. Jetzt haben wir gerade Items bekommen und werden jetzt auch mit zwei Sachen vertraut gemacht. Einmal den Equipment-Fenster und einmal den Inventar. Das Inventar ist sehr wichtig. Hier sind die Verbrauchsgegenstände. Hier die Gegenstände, die ihr anlegen könnt. Hier, ich weiß gar nicht mehr, was hier drin ist. Auf jeden Fall sind die Sachen hier aufgeteilt. Hier unten hat man dann auch so ganz viele Sachen drin, die, ja, werdet ihr gleich sehen, wie Clover und Fluff und hast du nicht gesehen. Das werde ich euch gleich zeigen. Auf jeden Fall, hier haben wir uns jetzt ausgerüstet, bekommen jetzt hier noch weitere Punkte. Also der will uns halt einfach beibringen, wie wir alles so steuern können. Und jetzt haben wir hier halt auch einen Skill erlernt. Und den packen wir gemeinsam mit den Verbrauchsgegenständen, den Novus Potions. An Potions könnt ihr euch schon mal gewöhnen, die braucht man nämlich. Genau wie die Butterfly Wings und die Fly Wings. Die werdet ihr später, also im späteren Spiel, auch öfter verwenden. Dementsprechend packt sie euch einfach schon mal hier drauf und lernt so ein bisschen damit umzugehen. Ist nicht sonderlich schwierig, keine Sorge. Also das ist kein Hexenwerk. Außerdem haben wir jetzt hier den Skill Tree, den könnt ihr auch hier aufrufen. Und dort brauchen wir als Novice, wir sind sowas wie Anfänger, und wir müssen den Basic Skill jetzt auf Level 9 bringen. Das ist unsere Aufgabe und sobald wir das geschafft haben, können wir unseren Job wechseln. Zum Beispiel zum Swordsman oder zum Thief oder zum Mage. Das ist völlig egal, was ihr halt machen wollt. Da könnt ihr euch dann auch erkundigen, was genau die verschiedenen Jobklassen so können. Da werde ich euch dann auch eine Seite für geben und dort könnt ihr euch dann halt informieren. Die Seiten werde ich euch dann am Ende zeigen, nachdem wir alles fertig haben. Beziehungsweise zwischendrin schiebe ich es rein, also chronologisch, wann es Sinn ergibt. So, hier klicken wir uns jetzt ebenfalls einfach durch. Das ist völlig unrelevant für uns gerade. So. Wir wollen einfach erstmal nur durch. Und jetzt sind wir an dem Punkt, genau hier kommen zum Beispiel diese Warp-Free-Tickets hin. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Gegner töten, ich zeige euch das mal eben. Na komm. Wir werden auch gleich mal den Charakter skillen. Das solltet ihr allerdings auch nicht einfach so tun. Ich werde euch gleich auch noch erklären, warum. So. Also bei F ist es gar nicht, sondern hier bei E. Hier habt ihr jetzt zum Beispiel Fluff. Und Fluff ist ein Item von einem Gegner, das könnt ihr zum Beispiel verkaufen. Manche Items würde ich an eurer Stelle allerdings nicht verkaufen, wie zum Beispiel Empty Bottles. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Gewisse Items solltet ihr halt nicht verkaufen. Das könnt ihr ebenfalls auf einer Seite nachprüfen. Es gibt sehr viele Informationen, die kann ich nicht alle hier in dieses Video bringen. Ich werde wirklich nur die wichtigsten Sachen reinbringen. So,
Jetzt kommen wir einmal auf den Status zu sprechen und warum ihr hier nicht einfach skillen solltet. Ihr könnt die Punkte natürlich hier einfach verteilen, wie ihr lustig seid. Das Problem ist, dass euer Charakter irgendwann verskillt ist und dementsprechend nichts wert. Das klingt jetzt hart, es ist aber so. Macht euch am Anfang ein Bild von eurem Charakter. Geht ins Internet und schaut, welche Skillungen gibt es, welche Builds gibt es zum Beispiel für einen Witzwortsman oder für einen Critical Assassin. Natürlich wisst ihr gar nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Dementsprechend gehen wir jetzt ein paar Seiten durch, wo ihr genau diese Möglichkeiten halt erforschen könnt. Es ist enorm wichtig, sich am Anfang schon Gedanken zu machen, was für einen Charakter ihr eigentlich spielen wollt. Nicht nur sind die Charaktere unglaublich unterschiedlich, sondern ihr könnt euch auch ganz einfach verskillen, was euren Charakter quasi wertlos macht. Dementsprechend schauen wir jetzt mal eben kurz bei 99 Porings, eine Seite, die es schon ewig gibt, rein. Und ich zeige euch, wie ihr euch da ein bisschen informieren könnt. Leider haben wir nicht allzu viele Ressourcen für Ragnarok Online zur Verfügung, denn das Spiel ist ziemlich alt und so viele Ressourcen gibt es leider nicht, weil nicht mehr ganz so viele Leute sich mit dem Spiel beschäftigen. Trotzdem hat das Spiel eine sehr treue Community und sie wird euch bzw. dich herzlich willkommen heißen, wenn du sie lässt. Auf jeden Fall haben wir hier den Novice, der sind wir ja gerade, und sobald wir Level 9 sind im Job, also eigentlich Level 10 und 9 Jobpunkte haben, damit wir das auf Level 9 bringen, was ich euch eben gezeigt habe. Wenn wir das geschafft haben, können wir Archer werden, Mage, Akolyte, Sieve, Merchant oder Swordsman. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Der Swordsman zum Beispiel, der spielt sich komplett anders wie der Sieve. Und der Sieve spielt sich komplett anders wie der Mage und wie der Archer. Das sind alles sehr einzigartige Spielstile. Und jetzt zum Beispiel darauf einzugehen, wo ihr jede Klasse leveln könnt, das würde total den Rahmen sprengen. Aber hier auf der Seite könnt ihr schon ein bisschen gucken. Und zwar werde ich euch in die Beschreibung eine Seite packen. Die werde ich so nennen wie Ragnarok-Karte ungefähr. Da könnt ihr gucken, wo zum Beispiel diese Karte hier liegt, also das ist Itzlude, oder wo zum Beispiel diese Karte hier liegt, oder die Karte, und dann könnt ihr euch diese Levelgebiete auch mal anschauen. Allerdings würde ich es euch am Anfang nicht empfehlen. Das hier ist ja ein Anfängerguide. Später werdet ihr ganz von selber solche Orte wie zum Beispiel Orc Village und Co. ausprobieren und merken, ah, ich bin noch nicht ganz bereit, oder hey, ich rasiere hier ja alles weg. Das werdet ihr mit der Zeit auf jeden Fall selber herausfinden können. Ich werde euch den Weg dafür halt ebnen, dass ihr überhaupt erst in diese Richtung kommt. Auf jeden Fall, wenn ihr hier auf die verschiedenen Charaktere klickt, könnt ihr so einen kleinen Überblick kriegen, worum es sich dabei handelt, was so der Sinn und Zweck von dem Charakter ist. Hier zum Beispiel beim Mage, da kann man hier so ein bisschen lesen, genauso wie bei den anderen. Da liest man so eine kurze Beschreibung über den Charakter und kann sich halt fragen, okay, ist das was für mich oder nicht? Außerdem haben wir hier unten noch so Skill-Beispiele. Das müsst ihr nicht unbedingt 1:1 übernehmen, aber hier zum Beispiel beim Swordsman ist es dann schon interessant, wie zum Beispiel auch verschiedene Skillungen hier sich anders skillen. Zum Beispiel der Witz-Swordsman, welcher nicht auf Agi geht, hat zum Beispiel Two-Handed Mastery gar nicht drin, weil nur der Agi-Swordsman später einen Zweihänder verwendet mit Two-Hand Quicken oder so ähnlich heißt das. Wenn er Knight ist, dann kann er das richtig, kriegt er so einen Buff und der haut zu wie ein Berserker. Und der Wit-Knight spielt halt anders. Dementsprechend skillt er das gar nicht. Aber es ist wichtig, das zu wissen. Weil ansonsten verskillt man sich. Dann macht man einfach Zweihänder und dann will man auf einmal später Wit machen und kann aber die ganzen Speerskills nicht wirklich, ja. Ne, beziehungsweise hat sich hier so ein bisschen, ja, falsch geskillt. Das ist dann nicht so schön. Und dementsprechend sollte man da auf jeden Fall drauf achten, was man eigentlich werden möchte. Aber dann könnt ihr hier auch ein bisschen weiter gucken. Zum Beispiel könnt ihr bei Knight reinklicken und dann seht ihr hier schon, wie ungefähr die geskillt werden. Ja, hier zum Beispiel haben wir einen Agi Knight, hier haben wir den Witzbär Knight. Die beiden habe ich ja gerade schon erwähnt gehabt. Und hier seht ihr auch, was so die Vorteile von denen sind und so die Nachteile. Und hier könnt ihr auf jeden Fall schon so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie man diese ganzen Charaktere hier skillen kann. Und vor allem, was so die Herausforderungen auch bei denen sind. Hier zum Beispiel haben wir
einen Battlesmith und hier einen reinen Forger. Es gibt nämlich auch eine Klasse, die kann Waffen und so bauen. Richtig cool. Aber könnt ihr euch dann selber angucken. Klickt euch da mal durch, schaut euch das an und wenn ihr da kein Bild findet, der euch zusagt und ihr wollt einfach mal gucken, wie andere Leute das so machen, dann müsst ihr leider Google bemühen, denn es gibt jetzt zwar eine Seite, die heißt ragnarokleveling.com, aber da findet ihr auch nur sehr wenig Guides. Ihr könnt euch ein bisschen durchklicken. Hier zum Beispiel habt ihr einen Knight Critical Guide, den finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Da habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen, aber zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob diese ganzen Equipment-Teile bei uns aktuell auch im Spiel drin sind. Ich denke schon, aber es gibt halt verschiedene Ragnarok-Versionen, deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Aber an sich kann man sich auch hier inspirieren lassen. Ich würde allerdings an eurer Stelle einfach mal Google nehmen und dann würde ich Revo Classic hinten dran schreiben, weil dann kommen da immer diese Classic-Guides, die zum Beispiel hier erstellt worden sind. Nee, das ist ein anderer. Ja, dann hier Revo Classic gibt man zum Beispiel ein. Bekommt man hier einmal den von 99 Power Rings oder hier zum Beispiel bei Ragnarok Leveling gibt es noch einen. Da habe ich euch ja eben gezeigt, wie man da zurechtkommt und sich durchklicken kann. So, und hier zum Beispiel haben wir noch Knight Philippinen Ragnarok Online Wiki. Und da kann man sich hier so ein bisschen durchklicken und einfach mal gucken, ob man da vielleicht irgendwo einen Guide findet oder irgendwelche Informationen hier in den Foren. Gerade auch Warportal Forum ist sehr interessant für sowas. Und da würde ich mich einfach mal durchgucken und sobald ihr ein Bild gefunden habt oder eine Richtung und ihr versteht, okay, also mein Charakter müsste ich jetzt auf Agi, STR und Dex bauen. Dann könnt ihr anfangen, ja, richtig zu spielen. Und das tun wir jetzt auch. So, in unserem Fall werden wir jetzt einfach mal einen... ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Witknight. Der frisst zwar ein bisschen mehr, aber wir haben schöne hohe Witwerte und ich kann gleich beim Leveln schön semi-AFK gehen. Nein, kann ich nicht wahrscheinlich. Aber jetzt zeige ich euch, wie ihr hier leveln könnt. Denn auf der einen Seite habt ihr nicht nur die Monster, die hier rumlaufen. Hier oben könnt ihr übrigens das Level auch ändern. Wir gehen jetzt mal eben kurz in Level 1 rein. Sondern hier habt ihr auch Quest und diese Quest solltet ihr auf jeden Fall machen. Das Spiel ist nicht questlastig, aber ihr solltet die anfänglichen Quests auf jeden Fall machen. Er will jetzt da von uns, dass wir einen Poring töten. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen hier vorne hin und hauen dem Poring einfach mal die Zähne ein, falls er überhaupt welche hat. Auf jeden Fall gehen wir wieder zurück, sind fertig. Und jetzt eine wichtige Sache. Wir nehmen alle Quests an. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen einfach alle Quests an, die wir hier haben. Und die machen wir auch alle. Wir machen alle Quests. Da bekommen wir Gegenstände für und sehr viel EP und dementsprechend sollten wir die auf jeden Fall machen. So, haben wir die alle angenommen, können wir die hier auch nachschauen und die müssen wir alle machen. Zum Beispiel zwei Pickies töten, zwei Lunatics und falls ihr wissen wollt, wo die Monster zu finden sind, dann sprecht den Typen einfach an und fragt doch einfach mal, wo die Monster sind und in die Ebene, wo die Monster sind, warbt ihr euch dann. Am Ende würde ich euch empfehlen, dass ihr im Level 5 ein bisschen leveln geht. Ich weiß nicht, ob ich die Viecher da jetzt gerade schon schaffen kann, aber die Spores zum Beispiel sind verdammt gut. Und ich werde euch zwar eine Level-Gegend zeigen, wo ihr Spores dann auch killt, aber hier lassen sie sich halt einfach super gut zum Leveln benutzen und das würde ich einfach an eurer Stelle auch machen, weil damit könnt ihr nicht nur sehr, sehr schnell leveln, sondern ihr habt hier auch einen geschützten Bereich, der nur von wenigen Leuten betreten wird, halt den Anfängern und dementsprechend kann euch auch keiner die Spores klauen. Und es können auch keine anderen, keine Ahnung, Mini-Boss-Monster oder weiß der Geier was kommen und euch töten. Ihr könnt hier ganz entspannt leveln. Ich würde hier also ungefähr bis Level 10, 11, 12 oder so verweilen. Das bleibt euch überlassen natürlich. Ihr müsst sowieso so lange machen, bis euer Skill-Level hier hoch genug ist, dass ihr das Ding hier auf 9 habt, ja. Das könnt ihr übrigens mit den Quests auch sehr gut machen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier auch ein bisschen zu bleiben, denn draußen zu leveln kann ganz schön hart werden. Das werdet ihr auch gleich an einem anderen Charakter sehen, mit dem wir uns diese Level-Dinge angucken werden. Wir werden uns jetzt außerdem einmal kurz anschauen, was passiert, wenn ihr fertig seid. Also ihr seid jetzt ready, ihr habt die Quest gemacht, ihr habt genug Monster getötet. Dann könnt ihr hier einmal durchgehen und mit dem Hansen reden. Und das ist sehr, sehr spannend, denn der wird uns jetzt hier eine Frage stellen. Wir können entweder einen Jobtest machen. Oder wir können einfach sagen, welchen Job wir haben wollen. Ich zum Beispiel möchte jetzt gerne Sieb werden. Und dann werden wir hier
entsprechend halt auch hingeschickt. So, er warbt uns jetzt in die Richtung, wo wir hin müssen. Und wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der Karte, wo die Pyramide ist. Teilweise werden wir auch vor den Jobtypen gewarbt. Zum Beispiel beim Swordsman werden wir direkt davor hingewarbt. Bei den anderen weiß ich es gerade nicht. Aber auf der Seite von 99 Powerings, wenn ihr dann auf Swordsman klickt oder Akolyte, wird dort auch beschrieben, wie ihr die Klassenquest machen könnt. Falls ihr Hilfe dabei braucht, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben und ich versuche es euch so gut wie möglich zu erklären. Die Dinger sind nicht ganz einfach, dementsprechend lest euch das bitte bei 99 Powerings durch. Wenn ihr Probleme bei der Quest habt, guckt dort rein. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mit den Levelgebieten beschäftigen und vorher werde ich euch noch zeigen, wo ihr Waffen finden könnt und auch Heilgegenstände sowie andere nützliche Items, denn das wird wichtig, denn sobald ihr den Job gewechselt habt, werden diese tollen Gegenstände, die ihr hier anhabt, diese ganzen Novice-Dinger, die könnt ihr dann nicht mehr anziehen. Und das klingt vielleicht jetzt irgendwie, ja, ne, aber die sind wirklich verdammt gut. Also alleine hier das Teil mit 25, beziehungsweise hier sogar noch mehr Armor, 45, das ist einfach verdammt nice. Und ja, hier zum Beispiel kann nur Novice tragen, aber das hier können alle tragen. Also das können wir sogar behalten, sehe ich gerade, das ist schön. Aber zum Beispiel Novice Eggshell fällt weg, der Hut fällt weg. Und das ist natürlich schon ein bisschen Defense, die da jetzt wegfällt, ne, wenn man das einfach mal so ein bisschen zusammenrechnet hier. Und das müssen wir uns alles neu kaufen mit Zenny. Und die müssen wir natürlich erstmal verdienen. Trotzdem, wir werden uns jetzt ein bisschen die Händler angucken. Dafür werden wir nach Prontera gehen. Ich werde euch dazu auch mal eben kurz die Kafras vorstellen. Denn in jeder Stadt, egal wo ihr hinkommt, gibt es Kafras. Und diese Kafras, die könnt ihr auch hiermit finden, indem ihr auf die Karte geht. Zumindest bei Vorgame ist das so angezeigt. Dann seht ihr hier zum Beispiel Convenience. Und Convenience bedeutet im Grunde Kafra. Nicht alle Kafras können porten, aber alle Kafras zum Beispiel haben ein Lager. Und da kann man Sachen einlagern und so, aber die meisten in den Städten, die können eigentlich alle warpen. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, aber es gibt welche in der Welt, die können nicht warpen. So, ihr geht auf jeden Fall zu denen hin. Und ihr habt am Anfang Warp-Free-Tickets, nicht wegwerfen, die Dinger sind verdammt gut. Und könnt jetzt damit zum Beispiel aus Morok nach Prontera. Ich werde außerdem, oh, ich wollte das Storage nicht aufmachen, kann ich euch aber trotzdem dann... So, Teleport-Service und zwar nach Prontera wollen wir. Ich werde euch unten auch eine Seite in die Beschreibung packen, wo ihr nachgucken könnt, wie diese Teleporter aufgebaut sind. Zum Beispiel, von wo kann man sich wohin teleportieren, damit ihr euch nicht fragt, ne, wenn ich mich jetzt dahin teleportiere, wo komme ich dahin und verschwendet so viele Tickets. Ich werde euch unten das Ding reinpacken und dort schaut ihr euch das einfach an. So, wir werden uns jetzt drei Sachen angucken. Einmal werden wir uns die Shops von den Spielern angucken. Die könnt ihr übrigens als Merchant aufmachen. Das kann nur diese eine Klasse, deswegen ein Vorteil des Merchants. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt deswegen nur einen machen. Wobei ich als Zweitcharakter definitiv einen empfehlen würde, weil sonst könnt ihr eure Sachen nicht an die Spieler verkaufen. Und irgendwann müsst ihr das. Ihr müsst es an die Spieler verkaufen, weil ansonsten verdient ihr nicht genug Geld. Und vor allem wollt ihr natürlich auch schöne Sachen kaufen, wie hier zum Beispiel vielleicht ein Ult-Card-Album oder eine Creamy-Card. Die ist übrigens echt cool. Und viele andere Sachen. Auch ganz wichtig, wenn ihr Karten findet, so eine Karten, ja, wenn ihr die im Inventar habt, verkauft die nicht. Wenn ihr nicht wisst, was die wert ist, dann lasst die Finger davon, packt die in Storage und dann könnt ihr ab und zu mal gucken gehen, ja. Versucht online rauszufinden, was die wert ist oder geht hier vorne zu dem NPC, den gibt es auch Vorgame, ich weiß nicht, ob es den auch woanders gibt, zu dem hier. Und dort könnt ihr ein Item kaufen und dort tragt ihr einfach das Item ein, was ihr, ich will das jetzt eigentlich nicht machen mit den 200 Zenny, oder habe ich 200 dabei? Ne, habe ich nicht. Auf jeden Fall, das müsst ihr euch kaufen, das Ding. Da tragt ihr das Teil ein, was ihr verkaufen wollt. Ihr könnt auch Party oder Match machen, also dass es nicht ausgeschrieben sein muss, dann findet ihr es auf jeden Fall. Dann tragt ihr halt eins der Wörter ein, die da drin vorkommen, wie Poring zum Beispiel oder Fabre. Und dann guckt ihr einfach, wie viel das wert ist, also wenn es andere gerade anbieten. Weil es ist wichtig, Karten zu behalten und nicht beim NPC zu verkaufen. Ich habe in meiner Jugend das Ding, ich habe mal eine Karte gegen den Jojo-Tail getauscht, ne? Ihr müsst nicht verstehen, was das ist, aber die Veteranen unter euch werden jetzt schmunzeln. So, auf jeden Fall gibt es in jeder Stadt einen sogenannten Tool-Händler, einen Weapon-Dealer und einen Armor-Dealer. Und das sind eure besten Freunde.
Also was ein Armor-Dealer und ein Weapon-Dealer ist, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Da könnt ihr Waffen kaufen und Rüstung. Aber der hier ist auch ganz wichtig, denn hier könnt ihr Red Potions kaufen für 50 Zenny das Stück. Und falls ihr mal Sachen gefunden habt, könnt ihr dann auch hier ein Magnifier-Glas kaufen. Damit könnt ihr die da Sachen analysieren und euch angucken. Die werden ansonsten grau hinterlegt sein in eurem Inventar. Ihr wisst schon, wenn ihr eins gefunden habt, glaubt mir. Ansonsten Flywings, Butterflywings, falls ihr euch mal ausgehen, könnt ihr hier ebenfalls kaufen. Oder auch Awakening oder Concentration Potions. Das sind so ein bisschen Buff-Potions, ja, wenn ihr ein bisschen mehr reinhauen wollt. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen investieren, um sich stärker zu machen. Sehr empfehlenswert übrigens, wenn man mehr Geld hat. Ja, ansonsten haben wir hier vorne noch den Armor-Dealer und den Weapon-Dealer, wie gesagt, in jeder Stadt anders platziert. Aber gleiches System. Und dort können wir jetzt zum Beispiel hier Armor kaufen. Den Guard zum Beispiel, Sandals und so weiter und so fort. Und ihr seht, das hier ist die normale Version. Ja? Das hier zum Beispiel ist die Novice-Version. Und das hier ist die normale Version. Von der Defense her unterscheidet sich das zwar ein bisschen, aber die können wir nicht mehr anziehen hier. So, und dann könnt ihr hier halt gucken mit Rechtsklick, was ihr haben wollt und wie viel das kostet. Also ihr seht, kostet auch einiges, ne? Ich würde am Anfang erstmal einen Guard kaufen, Sandals, einen Muffler vielleicht oder Hut und mich dann langsam steigern. Ansonsten, ein Merchant kann es auch günstiger kaufen, wenn das geskillt hat. Ist auch sehr empfehlenswert, aber am Anfang werdet ihr vielleicht keinen Merchant spielen. Dementsprechend müsst ihr es so kaufen. Was manchmal passiert ist, dass irgendwelche Leute Red Potions günstiger anbieten, das solltet ihr auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil damit könnt ihr natürlich ein bisschen Geld sparen. Und hier stehen überall Leute rum, ne? Ja, finde ich voll cool. Es freut mich immer, andere Spieler zu sehen, Ragnarok Online. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ihr Waffen kauft, wie ihr Armor kauft, wie ihr hilfreiche Sachen kauft, die ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr levelt. Und jetzt werde ich euch drei Levelgebiete mit einem anderen Charakter zeigen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, damit ihr am Anfang klarkommt. Dort könnt ihr ungefähr bis, ich sag mal, Level 20 bleiben. Danach solltet ihr weiterkommen, beziehungsweise solltet ihr andere Levelgebiete aussuchen. Aber da werde ich eventuell, wenn dieser Guide hier gut geklickt wird oder ihr sagt, ey, mich interessiert das, ne, mach auf jeden Fall noch einen Guide, dann werde ich noch einen Guide dazu machen, wo man Levelgebiete findet für Level 20, 30, 40 und so weiter. Und da werde ich mich dann noch ein bisschen mit beschäftigen. Weil die Ragnarok Prime Version hier noch ein bisschen anders ist, trotzdem werde ich Versionen bzw. Orte nehmen, die auch in der normalen Version von früher, wo ich mal als junger Bub gespielt habe, die da schon gingen, sage ich mal, die werde ich euch dann zeigen und euch auch vorstellen. So, dann kommen wir mal zu dem ersten Levelgebiet und zwar ist das in Morok und da werde ich nur eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr wirklich gar nichts auf die Kette kriegt. Also wenn ihr wirklich nichts gekillt bekommt, dann könnt ihr da hingehen. Es ist sehr entspannt, ihr kriegt ein paar Prozente und ihr könnt da, denke ich, ja, schon so bis Level 10 vielleicht bleiben, wenn ihr wirklich ausdauernd seid. Also man kriegt, wie gesagt, ein paar Prozente zusammen, man kriegt ein bisschen Kohle. Aber im Großen und Ganzen ist das kein richtig guter Level-Spot, aber er ist auf jeden Fall für die Leute gut, die gerade nicht so wirklich viel hinbekommen, vielleicht ein bisschen Geld brauchen und sich auch keine Potions leisten können. Also für die ist das hier auf jeden Fall ein guter Punkt. Und zwar einfach nur eine Karte über Morok, weil hier haben wir Drops, wir haben Chonchons. Übrigens, das sind Event-Monster, ignoriert die einfach gerade. Also ihr könnt die gerne kaputt machen, ich ignoriere sie jetzt. Auf jeden Fall seht ihr oben rechts hier. Ne, ich kriege immer noch Prozente hier, obwohl ich schon Level 10 bin, schon. Aber hier kriege ich auf jeden Fall immer noch Prozente. Nicht viele, aber ich kriege Prozente. Die Gegner sind relativ einfach. Ich kann hier ein paar Job-Level sammeln. Und dementsprechend, das ist halt super entspannt hier. Kann hier ein bisschen Kohle verdienen. Und vor allem Empty Bottles bei den Drops sammeln. Vielleicht droppt mir auch mal eine Karte, wer weiß das schon, ne? Und ihr seht, man kann hier auf jeden Fall ein bisschen EP machen. Und ihr könnt natürlich eure EP-Ausbeute noch ein bisschen verbessern, indem ihr ein bisschen mit Flywings arbeitet. Also wenn ihr gerade keinen Gegner in der Nähe habt, dann macht ihr mal eben den Flywing. Geht weiter. Und schon habt ihr ein paar Prozent mehr. Das ist, wie gesagt, nicht der beste Level-Spot überhaupt. Gerade für Level 10 nicht. Aber wenn ihr, sag ich mal, früher aus dem Level-Bereich hier, ich meine aus dem
Tutorial raus seid, ist das auf jeden Fall keine schlechte Gegend. Also ich bin hier gerne und kill hier auch gerne die Viecher. Aber die anderen Punkte sind auf jeden Fall empfehlenswerter. Gerade was so EP angeht, ist das doch dann definitiv stärker. Aber wie gesagt, es ist entspannt. Man kriegt ein paar Prozente. Kann man eigentlich nicht meckern. Ne? Bin jetzt schon wieder bei 40% hier und habe ein paar Drops geklatscht. Und habe halt auch ein bisschen Geld gemacht schon wieder. Ne? Es ist nicht viel. Aber ich kriege Heil-Items. Ich kriege Jellopies, die ich verkaufen kann. Ich mache ein bisschen Geld. Also wie gesagt, das ist nicht verkehrt. Gerade wenn man nur ein paar Skill-Level machen möchte am Anfang, um ein bisschen stärker zu werden. Gerade die Passiven, die machen einen ja beim Swordsman oder beim Sieve unglaublich stark. Und da hilft wirklich jedes Skill-Level. So, aber kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar müssen wir dazu nach Paion. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber lohnt sich auch entsprechend mehr. Die Sieve-Bugs hier übrigens genau der Punkt. Das ist jetzt links neben Prontera. Und hier ist Kulvert. Kulvert ist auch eine sehr, sehr schöne Gegend zum Leveln ab ungefähr Level 20, würde ich sagen. Also die Sieve-Bugs hier sind bei mir noch rot. Ich kann die mit Level 10 auf jeden Fall nicht töten. Und ich will es auch gar nicht versuchen. Die sind wirklich, die hauen ganz schön rein. Ich glaube, die waren so Level 20 um den Dreh. Da müsste ich nochmal selber ein bisschen rumprobieren, wann genau die waren. Auf jeden Fall, das ist auch ein ganz, ganz schöner Punkt, wo man leveln kann. So Kulvert, das habe ich früher immer super gern. Ey, wir haben sogar Deutsche hier, guckt. Guckt, wir haben Deutsche. Oh, wie schön. Ah, ich finde es so toll, dass noch deutsche Leute das spielen, ehrlich. Naja, sonst würdet ihr ja nicht gucken, ne? Aber hey, ich finde es trotzdem toll, sie hier im Spiel zu sehen. Das freut mich immer voll. Auf jeden Fall, wenn ihr mal ein bisschen weiter seid, geht ihr hier oben links rein. Das kann ich euch auch mal eben zeigen. Ist auch relativ wichtig, meiner Meinung nach. Es wird allerdings in einem anderen Video wahrscheinlich dann auch nochmal vorkommen, aber ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen weiter seid, dann sprecht ihr diese Wache hier an, ja? So mit 20, ja 20 würde ich sagen, so um den Dreh. Dann sprecht ihr den mal an, könnt auch mit 18 mal versuchen, mit ein bisschen besserer Ausrüstung. Dann sprecht ihr den einfach mal an und guckt mal, ob ihr da in Kulvert zurechtkommt. Falls nicht, dann macht das halt nett. Aber da unten sind Tarus, das sind so kleine Ratten, das sind Sieve-Bugs und so weiter und so fort. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was machen. So, wir speichern mal eben hier, weil ich möchte dann später hier zurück. Und wir gehen jetzt nach Paion. Wie gesagt, da ist eine Liste in der Beschreibung, wo ihr nachgucken könnt, von wo ihr wohin warpen könnt, damit ihr euch die Teleportkosten so ein bisschen sparen könnt. Hier oben ist auch eine Kafra, da könnt ihr speichern. Würde ich an eurer Stelle machen, wenn ihr Spore sammelt, weil, ja, die hauen ganz schön rein. Was an den Spores wirklich toll ist, weswegen ich sie euch zeige, mit denen könnt ihr ordentlich Geld verdienen. Denn die Leute kaufen die Strawberries, ja. Und die Strawberries, mit denen könnt ihr euer Equipment sehr schnell stark verbessern, wenn ihr ein paar findet. Die sind allerdings nicht allzu häufig. Ich glaube 1-2% oder so Dropchance. Ach ja, und vergesst nicht euch zu heilen, ne? Hier, über den Hotkey. Tada. Und das sind auch schon unsere Ziele hier, die Spore. Und die killen wir jetzt einfach weg. Wie ihr oben rechts sehen könnt, die geben richtig gut EP. Also, da levelt man auf jeden Fall zügig mit. Und man kann ja eigentlich locker bis, ich weiß nicht, 15, 16 bleiben auf jeden Fall. Hier könnte man jetzt zum Beispiel ein bisschen was verkaufen. Ich habe einen Honey dabei für 1000. Sind die Preise angemessen? Nein. Also eine Empty Bottle zum Beispiel kannst du für 400-500 verkaufen an Spieler eigentlich, aber unter dem, wenn wir jetzt mal den Umstand mit betrachten, dass wir gerade keine Möglichkeit haben, schnell an Geld zu kommen, weil wir keinen Merchant haben und wir können nicht über Nacht einen Shop aufmachen oder so, weil wir halt keinen Merchant haben. Entsprechend ist es eigentlich gar nicht mal so mega blöd, an die zu verkaufen, weil wir brauchen das Geld, wir werden stärker und wenn wir stärker werden bzw. bessere Ausrüstung haben, können wir halt auch leichter an Geld kommen. Also im Endeffekt lohnt es sich am Anfang vielleicht schon an so welche Leute zu verkaufen. Deswegen. Aber merkt euch, eigentlich könntet ihr mehr Geld damit machen. Gerade mit Empty Bottles, die wird man super gut los. Also die kann man auf jeden Fall super verkaufen. Kaktus Needles genauso. Die zeige ich euch vielleicht in einem späteren Guide mal. Aber hier mit den Spores kann man super gut leveln. Ne, ihr seht, wie ich hier schnell Prozente sammle. Gar kein Problem. Und ihr kommt hier super schnell hin. Die Wormtails, ich weiß nicht, wie schwer die sind. Also ich könnte mich jetzt theoretisch mit denen töten.
Ja. Aber die könnt ihr auch töten. Die könnt ihr auch locker killen hier. Seht ihr? Die sind auch gar nicht so stark, wie ich dachte. Und die haben Pointed Scale. Droppen, glaube ich, auch noch andere Sachen. Auf jeden Fall könnt ihr hier super leveln. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Und die, ja, die können hier halt auch diese Strawberries noch droppen. Die sind natürlich auch sehr gut was wert, weil die Leute kaufen die halt sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt genau wert sind. Auf jeden Fall 1000 bei der da hinten. Also denke ich mal so 1,5, vielleicht 2. Also da kann man auf jeden Fall auch gutes Geld mit verdienen. Gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Spores killen. Das ist der nächste, auf jeden Fall der nächste Levelpunkt, den ich euch zeigen wollte. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der meiner Meinung nach sehr viel schneller geht. Da level ich momentan auch. Aber er ist auch, ja, ich würde sagen, gefährlich. Also wir werden da mal eben kurz ganz schnell hinwarpen. Da, da, da. Hier war irgendwas das GM-Haus, da erinnere ich mich dran. Früher auf Euro. Da haben immer die GMs gechillt. Oh, ich kannte da sogar einen. Der hieß Skybird. Genau, Skybird hieß der. Der war auch ganz cool. Also ich habe mich gut mit dem verstanden. Allgemein waren die GMs eigentlich voll chillig. Euro war eine tolle Zeit, das sage ich euch. Also wenn ihr irgendwann mal Leute kennenlernt, die so sagen, ah, oh, Euro. Oh. Die Nostalgie kann ich verstehen, ehrlich. So. Ihr müsst einen südlich von Prontera gehen und dann geht ihr einen links. Ja? Und da habt ihr eine weitere Stelle, wo ihr am Anfang super leveln könnt. Und diese ganzen, also diese drei Levelpunkte könnt ihr locker nutzen, um auf 20 zu kommen. Also gerade das, was ich euch jetzt zeige und das mit den Spores, das andere wahrscheinlich nicht, außer ihr seid irgendwie masochistisch. Dann könnt ihr das vielleicht tun. Aber hier haben wir einmal die Savage Babes, die geben auch sehr gut EP, kann man sehr gut killen, geht sehr schnell. Dann haben wir hier noch die Rocker. Und die Rocker sind ein bisschen tricky, weil die haben eine Attacke, die haut richtig rein. Die tut richtig weh. Da war sie gerade. Und die kann euch am Anfang einfach mal aus den Latschen hauen. Ja? Also wenn ihr da die nicht schnell wegbekommt, ist es doof, finde ich. Die sind vor allem für Charaktere interessant, die eine hohe Agi haben oder viel ausweichen. Ich glaube für Witt, keine Ahnung, wie viel Defensive ein Witt am Anfang hat. Aber wenn ihr schon ein paar Ausrüstungsteile habt, könnt ihr die locker machen. Aber ihr seht, die gibt es auch verdammt viele. Und das ist einfach super angenehm hier zu leveln. Da seht ihr das einfach, wie schnell das geht. Also ich finde das hier super angenehm. Kann es ab und zu mal einen Flywing drücken. Dann kommt schon der nächste. Und das war's auch schon. Und das hier ist so die grundlegenden, das sind so die grundlegenden Sachen von Ragnarok Online. Ich konnte euch natürlich nicht zeigen, wie ihr jetzt eine Jobquest macht, einfach weil das würde den Rahmen sprengen. Eventuell werde ich dann nochmal was zu machen. Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr das wollt, noch was zu den Levelgebieten machen. Aber so könnt ihr jetzt erstmal Items sammeln und vor allem könnt ihr auch in der Stadt, wenn ihr euch die Shops mal anguckt, rausfinden, welche Sachen was wert sind. Welche Sachen haben einen Wert und welche Sachen könnt ihr später verkaufen. Ich habe euch auch gezeigt, wie ihr einen Preis für ein Item rausfinden könnt. Außerdem könnt ihr auch einfach mal bei Raid My Server zum Beispiel, das ist, wenn ihr unten in die Beschreibung guckt, da habe ich ja diese Karte von Ragnarok verlinkt. Und diese Seite Raid My Server hat auch die Funktion, dass ihr dort einzelne Items angucken könnt. Und dort könnt ihr vielleicht auch mal gucken, welche hat zum Beispiel irgendeinen Bezug zu einer Questline oder sowas. Oder welche könnte man zum Beispiel, oder was verwendet man für Upgrades und so weiter und so fort. Ich würde einfach an eurer Stelle auch immer gucken, zum Beispiel hier Sweet Milk. Das ist zum Beispiel ein gutes Item. Sweet Milk. Einfach mal einen Rechtsklick drauf machen. Sweet Fresh Milk. Savage Babe finds it very tasty. Und da steht dran, Taming Item. Also damit kann man sich ein Pet holen, wenn man Glück hat natürlich nur. Aber man kann sich diese Milch auch nehmen und die später verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Item. Total geil, dass es jetzt gedroppt ist, um euch das zu zeigen. Das ist zum Beispiel ein Item, was man nicht einfach so beim Händler verkauft. Das ist ein Taming-Item. Das ist was wert. Das droppt nicht oft. Und man wurde ja auch gerade, wurde ja auch mit diesem Zeichen gezeigt, von wegen, dass ich einen Erfolg gekriegt habe. Aber das wird wahrscheinlich nicht jedes Mal passieren, wenn ich was Seltenes finde. Und dementsprechend, da solltet ihr auch immer drauf gucken. Wenn ihr irgendein Item nicht kennt, zum Beispiel hier, Musical Instrument. Da habe ich gerade ein Instrument gefunden. Warum finde ich gerade so viele gute Sachen? Ich glaube, die GMs, die merken gerade, dass ich ein Video aufnehme. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr so welche Sachen findet, dann nicht einfach verkaufen. Jetzt geht ihr zum Beispiel zum Laden und kauft euch das Ding, was ich euch gezeigt habe.
das Glas, dieses Magnifier. Dann könnt ihr euch das angucken und dann guckt ihr einfach mal zum Beispiel über den Shop, wie viel ist das eigentlich wert. Und achtet drauf, und das ist ganz, ganz wichtig, das will ich auch nochmal kurz erklären, wie viele Slots da drin sind. Ich werde euch jetzt nicht die Funktionsweise von den Slots erklären, aber ich möchte euch erklären, dass ein Novice-Cutter zum Beispiel, der 3 Slots hat, nicht das gleiche ist wie ein Novice-Cutter, der 2 Slots hat. Nur als Beispiel. Wenn irgendwo mehr Slots drin sind, als normal drin sind, ist es mehr wert. Diese Slots bestimmen mitunter auch den Wert. Es gibt Sachen, die sind ohne Slots überhaupt nichts wert, ja? Überhaupt nichts. Aber mit Slot richtig viel. Dementsprechend auch da ein Auge drauf haben und lieber einmal im Internet zu viel gucken, lieber einmal im Chat zu viel gefragt haben, als nachher beim NPC irgendwas verkauft haben, was im Endeffekt verdammt viel wert war. Also, da würde ich mich an eurer Stelle auf jeden Fall immer informieren. Und ja, das war's für diesen Anfängerguide. Ich hoffe mal, ich konnte euch den Start in Ragnarok Online einfacher gestalten. Ihr kommt einfacher rein und findet vielleicht auch Leute, mit denen ihr zusammen spielen könnt. Weil wenn ihr jetzt zwischen Rechtsklick auf andere Leute macht, könnt ihr auch einen Chat aufmachen, könnt mit denen quatschen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Freunde in Ragnarok Online findet, euren Spaß hier habt und wir einen weiteren Spieler in Ragnarok Online haben, der die Welt hier bereichert. Denn das Spiel ist wirklich toll. Es ist nur ein bisschen unzugänglich. Und ich hoffe, diese Unzugänglichkeit konnte ich für euch so ein bisschen aufweichen. Es ist alt, es ist clunky, es hat eine komische Steuerung. Aber es ist eines der liebevollsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Einer der, mit dem größten Charme einfach. Es gibt tolle Bossmonster, es gibt eine tolle Community. Es gibt unglaublich viele tolle Monster, es gibt ein tolles Kartensystem. Es ist einfach ein Spiel, wo man super abschalten kann. Es ist stumpf, es ist komplett stumpf, aber es macht auch irre viel Spaß, vor allem wenn man später zum Beispiel einen Crit Assassin hat, auf den man richtig hingearbeitet hat und dann auf einmal haut man die ganze Zeit so die Crits raus oder man, ne, keine Ahnung, ist einfach richtig stark geworden, kann irgendwo leveln, wo man vorher nicht leveln konnte, total viel Geld sammeln. Man kann irgendwo richtig viel Geld sammeln, wo man vorher kein Geld sammeln konnte und. Ja, das sind so kleine Erfolge, die dann auch sehr viel Spaß machen. Aber ich verquatsch mich hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nicht vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die in den Kommentaren. Verbesserungsvorschläge genauso. Ne? Falls ihr irgendwelche Tipps noch habt für Anfänger, packt es in die Kommentare. Freuen sie sich bestimmt. Ich mich auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit Ragnarok Online.